So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge und yay, ich glaube, ich habe unser Mob-Problem gelöst. Ja? Dieser ganze wilde Mob hier, kann sein, es ist jetzt gerade immer noch der, ich bin bei der, so, es ist immer noch, also gerade mal der vierte. Also kann sein, dass ich jetzt damit irgendwelchen Kommentaren die Action vorwegnehme, weil ihr in den letzten Videos schön geschrieben habt, warum die Mobs nicht spawnen und was da nicht funktioniert, kann ich natürlich noch nicht gelesen haben, weil, wie gesagt, die Folgen werden überhaupt erst noch öffentlich. Also ist Zukunft. Aber ich habe für mich schon herausgefunden, glaube ich, woran es lag. Und zwar ist mir aufgefallen, muss ich überlegen, wie fange ich an? Genau. Ich hatte ja, als ich die Server zurückgesetzt hatte und neu eingerichtet hatte, hatte ich ja Mindclone-Version 0.80. Und dort hatte ich ja das Problem, dass der Server mal abgestürzt ist, weil die Mods irgendeine Random-Funktion nicht funktioniert hat. Also nicht nur Random-Funktion, sondern die irgendeine Random-Funktion. Also Scheiß Grammatik. Auf jeden Fall keine Funktion, keine zufällige Funktion hat nicht funktioniert, sondern eine Funktion, die einen Zufall berechnet, hat nicht funktioniert. Oder die auf einen Zufall angewiesen ist, hat nicht funktioniert. So. Und deswegen habe ich ja die alte Version 0.79 genommen. Und dann ist mir jetzt eingefallen, naja, das heißt ja, unter 0.80 muss das Spawning ja funktioniert haben. Weil sonst wären da keine Tiere gespawnt und hätten auch nicht den Fehler ausgelöst. Das heißt, ich habe jetzt aktuell, habe ich noch die 79 und wir sind in der Situation, dass, aktuell keine Tiere spawnen. So, Server läuft. Mach mal so. Verbindung läuft auch. Ne, wir sind ja jetzt in der guten alten Situation, dass so wie war es wie letztens. Es spawnen aktuell keine Tiere. Warum habe ich Vollbild gemacht? So sieht man es nicht besser. Da hier unten kommt nichts mit irgendwie ist gespawnt, ist dies, das, Ananas. Aber mich hat schon immer ein bisschen diese Fehlermeldung gewurmt. Und die ist nämlich auch der Schlüssel. Und zwar folgendes. Ne, also wie gesagt, hier kennen wir ja, spawnt gar nichts. Das heißt, ich werde nochmal das Dings beenden. Und werde mal, was mache ich hier gerade? So. Media. Was labe ich da? Media Ubuntu, das war auf mein Storage, mein Clone 2. So, wir werden jetzt mal die 80er Version probieren. So, also erstmal die 79er löschen und hier entpacken. So, jetzt haben wir die 80er Version laufen. War gerade by the way ganz dumm, weil der Server noch läuft. Ups, mal neu starten. Sollte man natürlich nicht machen, das Spiel updaten, während der Server läuft. Egal. So, auf jeden Fall. Ne, jetzt läuft der Server mit der 80er Version. Und jetzt haben wir auch nicht mal diese Meldung mit dieser S-Variable. Und jetzt haben wir wieder dieses bekannte Problem, also das ist für euch eher unbekannte, aber für mich bekannte Problem. Also wenn ich den Server starte, jetzt passt mal genau auf, was hier unten passiert. Ah, es spawnt Tiere. Und gleich müsste dann der Server aber abstürzen. Genau. Und jetzt stürzt der Server ab. Und das ist nämlich auch genau der Grund gewesen, weswegen ich ja die Version zurückgeportet, also ein Downgrade gemacht habe,
weil hier diese Random-Funktion nicht funktioniert hat. Aber die Tiere sind gespawnt. Das heißt, es ist wahrscheinlich doch eher ein Fehler mit MyClone gewesen. Und als ich das dann so geguckt habe, okay, aha, und mir die Protokolle durchgelesen habe, ist mir jetzt aufgefallen, dass diese Warnung mit der S-Variable bei der 080er-Version nicht mehr aufkam. Also habe ich mir den Quellcode mal angeguckt und habe dabei erstmal so nicht durchgeblickt, weil, also ne, erstmal hier die 80er-Version wieder löschen, die bringt's nicht, da ist irgendwas Tiefergreifendes, was nicht funktioniert, mit dem ich mich nicht auseinandersetzen möchte, aber ich habe dann wieder die 79er-Version entpackt, bin mal in die Mod reingegangen, das ist Entities, Mobs und die Spawning-Kacke und hier auf der Zeile 460. Da. Das ist diese besagte Variable, die die Warnung auslöst. Und tatsächlich, es hat etwas mit der Protection-Mod zu tun. Jetzt hätte ich natürlich gucken können, okay, was macht diese S-Variable? Sie wird nirgendwo definiert. Das heißt, irgendwas kann ja gar nicht falsch sein. Kann ja gar nicht richtig sein. Und ist protected, ermittelt ja, ob an einer Position der Block protected ist. Es wäre also wahrscheinlich, dass irgendwas mit einer Position ist. Das Einzige, was hier mit einer Position definiert wird, sind hier die Position Punkt Y und Position... Ja genau, nur Position Punkt Y. So, das heißt, das scheint eigentlich eher die Variable zu sein, die hier rein muss. Und dann habe ich nochmal im Internet geguckt, unter das Repository, ob es einen Unterschied gibt. Und siehe da, es gab ein... ein Commit, das genau das gemacht hat. Also war ich so frei und habe jetzt nicht die irgendwie das versucht, die runterzuladen und zu merchen und wisst der Geier was, sondern habe einfach direkt bei mir im Quellcode das geändert. Pause. Und schon, voilà. Der Server lief immer, diesmal war der Server aus, sehr schön. Und schon, voilà. Ja, erneut verbinden. So. Schon spontiere und jetzt gibt es keine Abstürze mehr, weil die Random-Funktion, also die Funktion, die den Random-Wert benutzt, hier in der 079er-Version noch nicht benutzt wird. Das heißt, wir haben jetzt das Beste aus beiden Versionen kombiniert. Ja? Das stabile Spawnen von der 79er-Version oder von der 80er-Version mit dem stabilen Laufen der Tiere von der 79er-Version. Das heißt, ich habe jetzt eine customized MyClone-Version. Bin ich ehrlich gesagt kein Freund von. Aber eine dafür lauffähige Version. Wir haben alle Tiere. Yay. Das heißt, wir können jetzt endlich so tatsächlich mal mit Tieren spielen. Und ich muss dann später auf meinen Servern, werde ich wahrscheinlich auch dann dieses Ding machen. Kann ich am besten jetzt schon direkt machen, damit später nicht in Vergessenheit gerät. So, das heißt, hier ist genau das Gleiche. Das ist ja der eigentliche Server, der später laufen soll. Und da mache ich jetzt schon mal genau das Gleiche. Spawning. So, das war hier 60 und macht dann Post draus. Tada! Ja, auch schon wird alles funktionieren. Für immer. Genau. Das brauchen wir nicht mehr. Gut, das heißt, aufgrund dessen, dass das Ganze jetzt so läuft, wie es soll, können wir tatsächlich eine Runde MyClone 2 auf MyTest spielen. Vielleicht auch ein paar Folgen, die actually endlich mal funktionieren. So, Vollbild. So, mal noch in den Fenstermodus gehen. Genau. So, aha. Sehr schön. So, mein Kopfhörer noch aufsetzen hier. Sehr schnieke. Endlich funktioniert alles so, wie es soll.
Das liebliche Gekrönze von Kühen. Oh mein Gott, geht mir schon auf den Sack. Können wir die Tiere nicht wieder deaktivieren? Ich habe keinen Bock mehr. So, geil. Da kommt ja direkt Spider auf. Und wir haben auch wieder 60 FPS. Sehr schön. Ist ja klar, läuft ja wieder im Fenstermodus. Ich verstehe nicht, warum dieser Bildschirmmodus so eine Probleme hat. Ich meine, klar, der Fenstermodus hat den Vorteil, dass OBS direkt den Offscreen abgreifen kann. Ist ja diese Rendering-Pipeline ist ja, dass die Spiele gar nicht direkt auf dem Bildschirm zeichnen, so wie früher unter DirectX, sondern ist ja so, dass die Spiele quasi auf eine Textur rendern, dieser sogenannte Offscreen, und diese Textur dann im Nachhinein auf dem Bildschirm dargestellt wird mittels Compositing oder mittels 3D-Umgebung oder weiß der Geier was. Also das Spiel selber ist bloß eine Textur für den Gesamtdesktop ausgesehen. Und genau aufgrund dessen kann jetzt natürlich OBS einfach genau diese Offscreen-Textur nehmen und die selber auch abgreifen. Es macht also so gesehen natürlich schon Sinn, dass das performanter ist, als erst zu warten, bis der Bildschirm komplett gezeichnet ist und dann den Bildschirm wieder abzufotografieren, 60 Mal pro Sekunde. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen schade, dass das nicht so schön funktioniert. So, jetzt haben wir ein bisschen Saatgut. Was haben wir eigentlich? Wir haben bisher nur das und das. Wir haben keine Mohren und keine Kartoffeln. Das Schöne ist, jetzt haben wir ja... sieht jetzt schon geil aus hier, ganz ehrlich. So bleibt es aus für die nächsten 30 Folgen. jetzt spawnen wieder Monster. Geht eigentlich die Zeit? Scheiße. Ich kann ja jetzt wieder, dass die Zeit weiterläuft, machen, ne? Ich kann machen, dass die Zeit weiterläuft. Das heißt, ich werde mal ganz kurz den Server runterfahren. In die mindtest.conf gehen. Und die Zeit wieder auf Timespeed ist gleich 72 stellen. So. Dann jetzt aber wieder starten. Ich starte mal den Server neu, vergesse ihn aber zu beenden, ne? Egal. So. Und loggen. Jetzt sollte auch die Zeit weiterlaufen. Ja, Sonne bewegt sich. Sehr schön. Okay. Cool. Das heißt, wir können immer nachts jetzt auf Zombiejagd gehen und weil Zombiejagd gehen ohne Rüstung ist ganz schön leichtsinnig. Egal, aber wir brauchen Morim und Kartoffeln. Morim und Kartoffeln. So, wir brauchen by the way erstmal eine Möglichkeit, um uns hier oben drauf zu schützen. Das heißt, ich werde das einfach ganz rudimentarisch hier eine Tür. Ja. Hier eine Tür setzen und dann Block. Das soll zumindest dafür sorgen, dass Monster hier nicht draufklettern können. Ja, also, wenn die Tür zu ist, natürlich. So, sicher. Voila. Okay, ganz ehrlich, ich mach das Ding hier mal weg. Dieses um Eck gehe geht mir auf den Sack. So. So macht's mir Sinn. Ja, schon eng hier. Da brauchst du ja Fingerspitzengefühl, um da durchzupassen. Okay, gut. Haben wir hier was drin? Nö. Die Kiste ist ganz schön voll. Okay. Was haben wir eigentlich so alles an brauchbaren Materialien, um uns eine Rüstung zu bauen? Ich habe übrigens mal geguckt, dieser Dwarven-Mod funktioniert tatsächlich wieder. Da werden wir uns dann auch wahrscheinlich mal in unsere Wohnung ein paar reinstellen. Ich will erstmal gerne ein paar Wände hochziehen. Die Tür geht mir schon auf den Sack, ganz ehrlich. Wie war denn das? Kann man unter Mindclone 2 gegenüberliegende Türen erstellen? Ging das? Da brauchen wir erstmal wieder Türen, ne? Gut, machen wir kurz. Ach Quatsch, nee, aber wir bekommen immer drei Türen. Wieso haben wir denn nur eine einzige Tür? Wo sind die anderen beiden Türen hin? Oder haben wir die irgendwo gefunden? Ach ja, die anderen Türen springen noch in den Booten rum, ne? Da hatten wir die irgendwann platziert gehabt und die wieder entfernt. Ha, cool. Gut, dann, ganz ehrlich. Boop. Egal. So. Ach, komm hier.
Und jetzt bin ich mal gespannt, funktioniert das unter mein Klo? Wenn ich jetzt hier Türen... Leck mich. Wenn ich jetzt hier Türen setze und da Türen setze. Ah, klappt. Okay. Dann war das mein Testgame, was nicht geklappt hat. Weil bei eins von den beiden Spielen war es ja so, dass dann beide Türen nach rechts oder nach links aufgingen. Sehr nice. Gut, dann haben wir jetzt Monsterschutz, obwohl wir noch keine Wände haben. Klar, gegen Skelette schützt das jetzt nicht und die gegen fliegende Monster schützt es auch nicht. Keine Ahnung, wie viele es hiervon gibt. Aber gut. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das Haus hier eigentlich actually bauen. Wir haben, ist das dieses normales Holz, ne? Also Oakwood. Die Frage ist, aus welchem Material mache ich die Wände? Was haben wir denn da so alles? Ich hätte für die Wände gerne wieder... Oh! Ich hätte für die Wände gerne so ein etwas helleres Holz. Aber heller als Oakwood? Schwierig. Wir können also höchstens dunkler machen. Und wenn wir es dunkler machen wollen, dann brauchen wir eine Menge, ich guck mal da hinten, der Baum, der da hinten wächst, dieser, keine Ahnung, wie der heißt. Aber der hat dieses rötliche Holz, ne? Rötlich oder auch orange. Orangelig? Orangelig? Orange-like. Im Englischen ist alles viel besser. Genau, dieses orange Holz. Das würde natürlich nicht so viel weiterhelfen. Nee, das sieht zu... jetzt habe ich es abgebaut. Scheiße. Ich wollte den Holz, die Baumstämme hier wieder hinsetzen. Aber gut, baue ich halt den gesamten Baum ab. Leck mich. Für den Fall, dass wir es irgendwann mal brauchen. Oh, ach doch. Ein Sapling. Wow. Ich wollte mir mal direkt noch ein. Wir können mal gucken, wie es mit dem Holz aussieht. Aber ich glaube nicht, dass es passt. Viele Saplings haben wir jetzt so. Aber drei. Drei sollte ausreichen. Und wir haben endlich Wolle für Schaf. Haben wir Schaf für Wolle. Wolle fürs Bett. So rum. Gott damit. Haben wir eine Schere? Nee, wir haben keine Schere. Dann brauchen wir schon eine. So. Oh, es wird nämlich so dunkel. Nein. Achso. Rechtsklick war's. Noch ein Schaf. Dort ist noch ein Schaf. Spawn direkt ganz schön viele Tiere, ne? Also die Spawnrate wurde jetzt drastisch hochgesetzt. So, okay, dann können wir nämlich endlich mal die Nacht überpennen. Und müssen nicht immer hier stundenlang wach bleiben. Ich meine, wie gesagt, hat auch einen Vorteil, weil wir halt ne Zombies jagen können, aber... So. Komme ich unten ran? So, dich werde ich erstmal hier hinstellen. So, dann einmal so und einmal. Oh, bekommt man nicht von einem Schaf immer nur einmal Wolle? Das heißt, mit der Schere bekommt man auch mehr Wolle, ne? Wow, das ist ja geil. So, das Bett packe ich mal hier hin und dann pen war. Monster sind in der Nähe. Fuck, weil die jetzt unter das Haus kriechen können, ne? Houston, we have a problem. Gut, dann gehen wir mal doch auf Monsterjagd. Ein paar Eisen haben wir ja noch. Bob. Oder haben wir schon ein Schwert? Nee, wir haben noch kein Schwert. Okay. Jetzt aber die Frage, wie sieht es aus mit Rüstung? Rüstung. Gibt's Diamanten? Ansonsten gibt es Stein, Leder. Wir können also nur Stein und Leder machen. Mit Cleanstone garantiert nicht. Ne, brauchen wir Cobblestone für. Na, super. Da ist auch noch ein Creeper. Wenn der in unsere Nähe kommt, dann macht er mal...
Warum ist direkt ein Creeper unter uns? Fuck my life. Gut, wie können wir jetzt trotzdem pennen gehen, obwohl Monster in der Nähe sind? Kann ich vielleicht so machen, wenn ich jetzt hier hingehe? Ja. Ich muss die Monster erstmal nach hier locken. Und jetzt. Nein. Das ist immer noch zu nah. Verdammte Kacke. Okay. Das habe ich mir ein bisschen einfacher vorgestellt. Keine Ahnung. Vor allem, die stellen mich auch in der Nacht nicht, am Tage nicht, weil er hier toter Schatten ist, ne? Okay, das ist natürlich alles da unten. Wir haben also auch kein Holz oder ähnliches. Kacke aber auch. Ich meine, das Schöne ist zumindest, die Creeper können an sich nichts kaputt machen, weil der Mob-Griefing deaktiviert ist. Oh, da haben wir auch noch Skelette. Und der erste kommt schon. Nee, schießen. Alter, unter, das ist eine richtige Party. Gut. Weißt du, was ich mal mache? Klappt nicht. Ich komme nicht tief genug. Ich glaube nicht, dass ihr da euer Charme bekommen, oder? Ja. Ah, scheint nicht so. Ah, diese kleinen Viecher. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal. Wir sollten erstmal eine Kiste bauen. Ganz ehrlich, wir wollen hier erstmal eine Kiste. Dann packen wir mal unsere gesamten Stuff hier nach oben. Kiste. So. Oder noch besser, jetzt wo keine Mods mehr da sind, gehen wir erstmal pennen. So. Neuer Tag, neues Glück. So, Kiste. Wir brauchen eine Kiste. Brapp. So, 12 Stück. Und badam. Ich vermisse irgendwie hier diese, wie heißt denn das? Unify Inventory Mod? Egal, auf jeden Fall da, wo man hier direkt diese Form legen kann. Wo man hier sagen kann, bitte die Dinger im Kreis legen oder sowas. Das fehlt halt schon hart. So. Okay. Zu viel Stuff. Bäh. Was war das denn für Material? Konnte ich mit der Hand abbauen, hab's aber nicht ins Inventar bekommen. Was mache ich denn hier? Hier rein. Alter, ich bin schon wieder komplett runter hier, ne? Und den Rest sammeln. Jutchen.
Lass mich rein. Doch. Was ist mit dir? Achso, siehst du, by the way, kann ich ja gleich mal hier die anderen Kisten mitnehmen. Ach, habe ich schon. Wow. Ich habe die ja gerade abgebaut. Ich schon wieder. Wo sind denn die? Hier und so. So, bei denen da würde ich gleich mal gucken, wo ich die letztendlich final hinstelle. Dazu müsst ihr überhaupt erstmal wissen, wo final unser Eingang rein soll, hin soll. Da könnte man sagen, der Hauseingang wäre hier am sinnvollsten. Hier ist natürlich eine ungerade Anzahl. Obwohl, da machen wir einfach nur eine 1 breite Tür. Ich hab 1 breite Tür, Digga. Was haben wir hier eigentlich? 3, 4, 5, 6, 7. Hier haben wir 8 breite. Das heißt, wenn wir die Tür hier machen, können wir eine Doppeltür installieren. Hier hätten wir nur eine normale Tür. Eigentlich reicht für eine normale Wohnung eine normale Tür aber auch vollkommen aus. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier mit der Eintür-Variante gehen. Das heißt, wenn hier die Tür ist, würde ich die Kiste wahrscheinlich eher da hinten so hinstellen. Also eine Doppelkiste hier so und die andere dann hier so. Okay, das ist doch schon mal ein Plan. Das heißt, wir machen hier erstmal Stuff rein. So viel Scheiße, ey. Ne, letztendlich wird es natürlich auf noch wesentlich mehr Kisten hinauslaufen. Aber ich glaube mal, hier fürs Test-Let's Play reicht es vollkommen aus. Normalerweise würde man jetzt einen richtigen Keller bauen oder halt irgendwo anders noch ein Lager bauen oder sowas. Den Luxus gönnen wir uns jetzt hier mal nicht. Wir verteilen jetzt hier einfach mal im Haus ein paar Kisten. Guck mal, hier haben wir direkt die Tür, die wir schon mal installieren können. Die würde ich gerne so oder so. Nee, doch so. Ja, doch so. So. Voilà. Sehr schön. Okay. So, und jetzt die andere Kiste kommt erstmal hier so hin. Der kommt da nämlich später der Schreibtisch hin. Oder wieso später? Warum nicht gleich? Voilà. Und dann haben wir hier so eine kleine Werkbanksecke. Sehr. Ja, wobei hier hinten in der Ecke gestellt ist, so ein bisschen dumm. Da würdest du ja normalerweise, also wenn es jetzt reell wäre, würdest du ja daran arbeiten wollen. Bringt ja nicht, wenn da Kisten vorstehen. Von daher machen wir die lieber hier hin. Der kann hier noch was hin und dann können wir hier hinten den Ofen oder die Öfen hinbauen. Wie viele Öfen haben wir eigentlich? Wir haben ja nur einen einzigen, ne? Wir haben auch, ach ne doch, wir haben einen 64er Stack Cobblestone, sehr gut. Wo ist denn der Ofen? Ist er noch, ach so, der ist noch da. Cool. Wo ist die Axt? Ach so. Alter. Das wird ein Spaß hier. Ja, ich habe das Ei gesehen. Ich hol's sofort. Bitte beruhigt euch. Die Hühner geben mir jetzt Geräusche von sich, wenn die ein Ei legen, ne? Finde ich irgendwie voll witzig. So, hier kommt erstmal provisorisch. Das ist auch noch nicht vollendet, die Tatsache. Aber erstmal komme ich gar nicht hoch. Dirt muss reichen. Obwohl, ist ja kein Dirt, ist ja hier so komisches Zeug. Tuffelstein. Wisst ihr was? Unser Weg ist gepflastert mit Wolle. Easy. So. Haben wir eine Axt? Wir haben eine Axt. Wir haben auf jeden Fall eine Axt. Ja. So, mit der Axt reißt jetzt erstmal die ganze Scheiße ein. So, brauchen wir nämlich nicht mehr. Da war hier eine wunderschöne Tür. Eigentlich dürften so auch keine Mobs hochkommen, ne? Weil können Mobs so seitlich springen? Also, dass sie es können, weiß ich, aber die Frage ist, ob dieses Pathfinding das unterstützt. Oder ob das Pathfinding sagt, nee, hier so kann ich nicht springen, so kann ich auch nicht springen. Ich kann nur so springen. Das ist halt die Frage, wie intelligent das Pathfinding von denen ist.
Müsste man glatt mal ausprobieren über Nacht, ne? Na gut, ich würde mal sagen, wir machen nächste Folge weiter. Jetzt funktioniert es endlich mit Tieren. Ich bin so glücklich. Das heißt, wir können nächste Folge auch mal versuchen, ein bisschen so auf Zombiejagd zu gehen. Brauchen wir aber erst noch eine Steinrüstung. Und dann geht's in der nächsten Nacht ab. Bis dann.